Huhu, ihr Lieben da draußen. Ja, hier ist die Andrea vom Liebeskartenblick von andreawirk.com. Heute wieder mit einem Auswahlorakel, das zeitlos ist, an dem jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte, egal in welcher Situation er ist. Wir gucken uns wie immer deine Liebesgeschichte an. Ja, und heute wollen wir mal wissen, warum dein Gegenüber in dein Leben getreten ist. Warum ist er oder sie, dein Herzmensch vielleicht auch, in dein Leben getreten? Mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Und wir gucken, ja, ich weiß noch nicht, wir gucken einfach, wie die Karten fallen. Entweder kriegen wir eben gesagt, dass es eben eine Liebesgeschichte ist. Vielleicht kriegen wir aber auch gesagt, es ist eine Liebesgeschichte, aber mit einer Aufgabe. Oder wir kriegen gesagt, es ist keine Liebesgeschichte. Wir gucken einfach, was los ist. Das ist hier zwar ein Liebeskanal, aber Liebe kann ja vielseitig sein. Deswegen kannst du gerne auch einen Menschen reinbringen, der jetzt nicht mit dir eine romantische Liebesgeschichte hat, sondern mit dem du einfach eine schöne, also der einfach auf deiner Herzebene ist. Kannst du auch machen, ja? Okay, ja, ich habe heute drei Decks und zwar die klassischen Rider-White-Smith-Decks, die allerdings teilweise etwas anders sind. Wir haben im ersten Stapel das Before-Tarot, das ist das Davor-Tarot. Das ist vor der Situation von diesem Deck und dieses Deck im Stapel Nummer 2 ist das Tarot Original 19.9. Das ist das eigentliche Originale und im Stapel Nummer 3 haben wir das After-Tarot, also das Danach-Tarot. Die Situation nach diesem Bild, also nach dem jeweiligen Bild dieser Karten. Genau. 1, 2 oder 3, du darfst dich jetzt entscheiden, welchen Stapel du gerne haben möchtest. Ja, und wie immer ist es so, dass ich unter dem Video ist eine Textbox und in dieser Textbox habe ich die Zeitmarkierungen zu den einzelnen Stapeln und aber auch die Informationen zu den Decks und noch weitere Informationen, falls dich das interessiert. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt mal an, warum er oder sie, dein Herzmensch, in dein Leben getreten ist. Ja, und da haben wir hier den Stapel Nummer 1. Hallo, ihr Lieben vom Stapel Nummer 1. Das ist das Before-Tarot. Und das fragen wir jetzt mal, warum dein Herzmensch in dein Leben getreten ist. Aber zuerst werden wir mal mit ein paar Karten die Situation eurer Verbindung abchecken, damit du dann auch ungefähr weißt, ob es deine Legung ist oder nicht. Und dann lege ich... und dann lege ich die Karten für die Frage, warum er in dein Leben getreten ist. Er oder sie, dein Herzmensch. Und du guckst dann bitte, spürst bitte genau hinein, ob das deine Liebesgeschichte ist. Wie gesagt, es ist auch möglich, dass du einen Herzmenschen reinbringst, mit dem du keine romantische Liebesgeschichte hast. Wichtig ist aber eben, dass du hineinspürst, ob es die Energie von euch ist und wenn es nicht so ist, dann leg bitte die Legung weg, weil es eine allgemeine Legung ist, die nicht auf jeden zupassen kann. Wir haben ja noch die oberste und unterste Karte, die gar nicht mehr drauf passt. Oh weia, wenn ich jetzt hier, gleich geht wieder mein Handy bestimmt aus, wenn ich jetzt hier wieder alles bewege. Es geht. Okay, gucken wir uns mal die Verbindung an. Wir haben hier den Magier. Die zwei der Schwerter. Und wir haben das Ass der Kelche. Also hier haben wir eine unheimlich schöne Verbindung. Hier ist auf alle Fälle die Möglichkeit, Liebe zu leben. Hier ist auch die Möglichkeit, in die Magie zu kommen. Vielleicht raus aus seinem eigenen... aus seiner eigenen Welt, also aus seinem eigenen, das ist für mich auch manchmal so ein bisschen die Karte des Singles,
Vielleicht wirklich auch so ein bisschen aus seiner Welt rausgehen in die Magie eurer Energie. Also ihr habt auf alle Fälle, ich habe ja eigentlich den Stand der Verbindung gefragt, hier ist auf alle Fälle eine wundervolle Energie in eurer Liebesgeschichte, an der aber noch gezweifelt wird. Eine magische Liebesgeschichte ist das hier, an der noch gezweifelt wird und wo man vielleicht gerade dabei ist, zu spüren, dass das wirklich magisch ist und eine ganz tolle Liebesgeschichte. Aber es ist noch nicht, es könnte sein, dass es jetzt hier Menschen sind, die noch nicht zusammen sind oder die sich irgendwie noch nicht, wie heißt denn das? Ja, also wo halt noch nicht so klar ist, was Sache ist, ne? So, jetzt gucken wir mal, warum er oder sie, also dein Herzmensch, in dein Leben getreten ist. Wir haben die 4 der Münzen. Wir haben die 6 der Schwerter. Wir haben die Justice. Und wir haben, wow, die 6 der Kelche. Also dieser Mensch ist in dein Leben getreten, damit du dich öffnest für eine neue. Ja, für eine neue Liebesgeschichte, beziehungsweise für eine neue, ja, für einen neuen Kreislauf eigentlich auch. Also hier ist eine ganz zarte Energie. Und du bist aber vielleicht noch ein bisschen sehr in deiner Welt. Das hatte ich ja hier auch schon mit dem Magier so ein bisschen gesagt. Aber dieser Mensch ist auf dich getroffen, damit du dich jetzt auf die Reise machst. In deine Gefühle, in die Energien, ja, in die Liebesenergie eigentlich. Und das ist eine ganz ausgeglichene Geschichte und dass du auch keine Vorurteile hast. Also dieser Mensch ist auf dich getroffen, damit du aus deinen Vorurteilen gegenüber vielleicht generell Liebesgeschichten oder, also irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt sind auch Menschen dabei, sehr viele, die vielleicht gerade Single sind. Und die vielleicht eben ein bisschen ungerecht sind irgendwelchen Menschen gegenüber, die dir die Liebe entgegenbringen oder die sich noch nicht geöffnet haben. Und dieser Mensch ist in dein Leben getreten, damit du dich öffnest. Auch für ihn natürlich, weil hier ist eine ganz krasse Liebe. Also mit dem Magier, mit dem Ast der Kelche, mit den 7, mit den 6 der Kelchen, eine alte Liebe auch und also das ist hier eine ganz sanfte Energie und dein Gegenüber ist gekommen, damit du auch sanft zu dir bist, glaube ich, und dich öffnest, dass du dein Herz wieder öffnest. Hier geht es um eine Herzöffnung. Und die Tendenz, die hier unten noch liegt, da haben wir. Oder was du jetzt tun kannst, würde ich jetzt fast eher sagen, wenn ich die Karten so sehe. Da haben wir die 7 der Stäbe und den Hierophanten. Und ja, du solltest jetzt vielleicht wirklich den Mut haben, aus diesen Vorurteilen rauszugehen. Und du bist kraftvoll und du musst nicht kämpfen. Hier geht es wirklich um Sanftmut, auch wenn ich ihn hier sehe. Hier geht es um ich glaube schon, um Sanftheit dir gegenüber und der Situation gegenüber. Und rauszugehen aus den Dogmen, in denen man steckt. Also hier geht es wirklich um eine Herzöffnung. Du darfst dein Herz öffnen. Diesem Menschen gegenüber, weil ihr seid in einer ganz sanften Liebesfrequenz. Also das ist unheimlich schön, was hier wieder gespiegelt wird. Unglaublich. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. So, ich habe jetzt hier noch das Urlänner-Mo. Das fragen wir jetzt auch noch mal, ob es uns noch einen Input gibt. Ja, zu dieser Geschichte hier. Was gibt es denn hier noch für einen Input? Hier noch eine raus. Die sind ein bisschen größer. Da lässt sich das hier irgendwie gar nicht so gut. Ups.
Sehr witzig. Mal gucken, ob hier oben noch ein. Da sind aber zwei gefallen. Naja, egal. Okay, gucken wir uns das jetzt mal an. Wir haben hier das Buch und das Buch liegt genau hier bei diesen sechs der Kelchen. Also hier ist eine ganz. Das Buch ist ja immer so ein bisschen das Geheimnis, aber auch das Innere, auch das Wissen, aber auch das Geheimnis. Und ich glaube hier zusammen mit diesem Sechsteck, es erinnert mich so ein bisschen diese Kombination an die Hohepriesterin. Also hier wird was gefühlt, was hier sind vielleicht auch Gefühle, die vielleicht ist es auch wirklich eine Liebe aus, eine alte Liebe aus diesem Leben oder aus einem anderen Leben. Und das ist irgendwie noch so unterschwellig da, ja. So, wir haben hier den Mann. Und den Turm. Also entweder, wenn der Mann jetzt dein Gegenüber ist, dann kommt er, damit du, wir haben ja auch hier das Ass der Herzen, dann kommt er, damit du aus deinem Turm rausgehst, hier mit der Sechs der Peaks, was ja auch die Sechs der Schwerter ist, ja. Und wenn du das bist, also ich habe das jetzt wieder mal nicht festgelegt, dann heißt es, du sollst jetzt aus deiner Enge rausgehen. Das liegt jetzt auch hier. Also es heißt eigentlich, du sollst aus deiner Enge rausgehen, weil hier, wir haben ja das Herz, die Liebe ist da, du wirst geführt, ja. Also dieser Mann, dieser Mensch, der dein Herzmensch ist, der hat auf alle Fälle Liebe für dich. Wir haben ja die Sense und wir haben ja den Park. Und ich glaube, liegt hier beim Magier. Es könnte sein, dass ihr euch vielleicht noch gar nicht getroffen habt, dass du vielleicht die Energie erstmal nur spürst. Oder aber ihr habt euch ganz plötzlich, ihr habt euch irgendwann, oder ihr trefft euch immer in irgendeinem öffentlichen Raum, was tatsächlich auch die Natur sein kann. Es muss nicht ein Park sein, aber es kann vielleicht auch der Wald sein oder das Schwimmbad oder keine Ahnung. Naja, jetzt ist die Zeit jetzt nicht mehr fürs Schwimmbad, aber. Und das ist dann immer so plötzlich. Ich glaube, das ist dann immer so, dass du plötzlich auf seine Energie triffst. Also hier habe ich das Gefühl, betrifft es nicht Menschen, die bereits zusammen sind in einer Beziehung, sondern wirklich Menschen, eigentlich, ich würde sagen, so 60-70% sind das hier Singles, die sich jetzt öffnen sollen für eine Person, die sie immer wieder treffen, zufälligerweise. Ja. Wo jedes Mal eine Magie da ist. Und es kann auch sein, dass das schon länger geht. Also es muss nicht seit gestern sein, sondern es kann auch schon seit mehreren Monaten, Jahren, was weiß ich, sein. Aber das ist immer noch so wie so ein Geheimnis und es ist immer noch nicht so. Aber die Energie, wenn ihr euch trefft, ist immer magisch. Ja, und ja, du triffst auf diesen Menschen immer wieder vielleicht auch, ja, immer wieder, weil du dein Herz öffnen sollst. Und wenn ihr tatsächlich schon in einer Beziehung seid und du glaubst, das ist deine Legung, dann ist es so, dass du dein Herz öffnen solltest. Ja, und dann spürst du vielleicht immer mal wieder ganz plötzlich diese Magie. Schneid sie nicht weg, sondern lass sie wirken in dir und öffne dich. Ja, dieser Mensch, der mag Gutes mit dir tun. Das ist, dieser Mensch ist in dein Leben gekommen, damit du dein Herz öffnest. Damit du dich traust, dein Herz zu öffnen. Ja, das ist die Grundaussage dieser Legung. Wow. Ja, ich habe nur 10 Minuten, aber wir sind schon fertig. Spür hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, dann freue ich mich. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ja, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe und hey, das ist hier so schön, das ist eine ganz tolle Energie, die hier ist. Ja, trau dich, dein Herz zu öffnen. Tschüss. Ihr Lieben, vom zweiten Stapel, das ist jetzt das Tarot Original 1909. Das ist ein Mini-Deck. Und das fragen wir jetzt mal, warum dein Gegenüber zu dir gekommen ist. Nein,
jetzt weiß ich die Frage gar nicht mehr. Warum ist dein er oder sie, warum bist du auf ihn oder sie getroffen? Oder warum ist er auf dich getroffen? Oder wieso trefft ihr euch? Oder wie auch immer. Ich weiß die Frage gerade nicht mehr. Genau, das fragen wir jetzt mal. Und du bringst bitte einen Herzmenschen rein. Das kann auch ein normaler Herzmensch sein. Das muss keine romantische Liebesgeschichte sein, die du reinbringst. Kannst du aber. Wichtig ist, dass du eben jemanden reinbringst, der dir am Herzen liegt. Und genau hineinspürst, ob das deine Legung ist oder ob das nicht deine Legung ist. Und wenn es nicht so ist, dann leg die Legung bitte weg, weil es eine allgemeine Legung ist, die nicht auf jeden zutreffen kann. Jawohl. Und ich habe jetzt hier, ich mache das heute wieder so, dass das irgendwie anders ist als sonst, weil das sonst nämlich nicht passen würde. Also, wir haben hier oben erstmal, checken wir die Verbindung von euch ab. Und das ist hier in der Mitte dann, warum seid ihr aufeinander getroffen oder er ist auf dich getroffen. Und hier unten haben wir nochmal so die, was kannst du tun, beziehungsweise die Tendenz, das werde ich dann sehen, wie ich, ne, ist auch egal. Wir werden jetzt sehen. Also, wir haben hier König der Pentakel, wir haben hier die 9 der Schwerter, die 8 der Schwerter und wir haben den Eremit. Wow. Also hier kann tatsächlich eine feste Beziehung sein, ja, das kann tatsächlich hier eine feste Beziehung sein, wo man eben gerade vielleicht, wo es ein bisschen, wo keine, wo nicht so die Kommunikation gerade stattfindet, wo jeder in seinem Sumpf drin hängt, in seinem Schmodder und wo es jetzt, ja, wo eigentlich so gerade die Tendenz auch ist, dass man vielleicht auch mal bei sich guckt, ja, also wo gerade vielleicht nicht so viel Beziehung passiert. Auch keine Kommunikation, würde ich fast sagen. Wenn du jetzt nicht in einer festen Beziehung bist, dann haben wir hier eine Energie, die auch eng ist. Es geht hier um einen, ja, ich glaube, die Verbindung ist auf alle Fälle bodenständig, mit der du mit diesem Herzmenschen bist, bodenständig und sicher und sehr materiell. Aber sie findet, also hier ist gerade irgendwas, wo man sich nicht zeigt, wo man sich nicht öffnet, ja, wo man erstmal, wo vielleicht auch ein Rückzug ist, also wo gerade, wo man den anderen gar nicht sieht, also wenn man jetzt noch so im Vorstadium von einer Beziehung ist, ne, wo man, wo vielleicht auch keine Kommunikation ist oder wo man von dem anderen nichts hört oder wie auch immer, aber die Verbindung ist eigentlich von der Energie her gefestigt. Das ist die festeste Karte für mich. Die gefestigste Karte für mich eigentlich im Tarot, der König der Pentakel, also auf der materiellen Ebene, auf der irdischen Ebene. Aber vielleicht ist es auch so, dass die Verbindung so ist, dass man eben sehr in seiner eigenen Welt festhängt und sich deswegen wir sind ja jetzt hier in der Energie der Verbindung, also die Verbindung ist schon sehr gefestigt. Aber eben im Moment kein Zusammenkommen der beiden Parteien. So, jetzt gucken wir mal an, warum der Mensch auf dich getroffen ist. Da haben wir das Ass der Kelche, wir haben die 7 der Schwerter, wir haben die 3 der Münzen und wir haben die 5 der Münzen. Das finde ich jetzt sehr spannend. Also, er ist auf dich getroffen, damit du dein Potenzial erkennst. Damit du in deine eigene Meisterschaft kommst und aus deinem Mangeldenken rauskommst und an die Liebe glaubst, beziehungsweise dein Herz öffnest. Du traust dich, also du bist ein Mensch, der vielleicht sich immer wieder windet in den Verbindungen oder auch gerade in dieser Verbindung, der glaubt, er wäre nicht richtig, der glaubt, er ist nicht schön genug oder hat nicht genug Geld oder er ist nicht richtig für den Partner. Ja, man kann das ja auch so ganz allgemein ausdrücken. Und du kennst deine wahren Fähigkeiten nicht und du kennst dein wahres Potenzial nicht. Aber der Mensch hier, der ist auf dich getroffen, damit du dein wahres Potenzial erkennst. Grundsätzlich glaube ich sogar auch, also dein grundsätzliches Potenzial, aber auch das Potenzial, was innerhalb von der Liebe betrifft. Weil da hast du vielleicht in der Vergangenheit nie dein wahres Potenzial gezeigt, weil du eben im Mangel warst. In welcher Form auch immer.
Also es kann ein reines Mangeldenken sein bezüglich dem Körper oder dass man eben nicht schlau genug ist oder nicht genug Prestige hat oder nicht genug Geld hat oder nicht in dem richtigen Alter ist oder weiß ich nicht. Aber es kann auch sein, dass man hier vielleicht sogar auch ein Trauma hat, ja. Und dieser Mensch ist gekommen, um dich aufzuwecken und dir zu zeigen, dass eine Verbindung, die gefestigt ist, dass man sich da auch öffnen kann. Und diese Verbindung ist gefestigt. Diese zwei Karten hier im Rahmen sind eigentlich sehr vertrauenswürdige Karten. Auch der Eremit, der ja eigentlich davon spricht, dass man das gerade in der Verbindung eher tote Hose ist. Aber der Eremit ist sehr vertrauenswürdig und verbindlich eigentlich auch. Genauso wie der König der Pentakel. Also die Verbindung hat schon sehr großes Potenzial und ist sehr sicher und ist sehr beständig und auch auf der irdischen Ebene. Aber wie gesagt, hier, man ist ja so in seinem Kopfkino und oder lässt sich von außen beeinflussen. Und deswegen ist dieser Mensch auf dich getroffen, damit du lernst, bei dir zu bleiben letztendlich. Und hier mit dem Eremiten vielleicht eben auch dein wahres Potenzial zu erkennen und dein Herz zu öffnen, weil du das vielleicht bis jetzt noch nicht gemacht hast, generell. So, auch hier haben wir die sieben der Stäbe, aber in einer ganz anderen Form und den Gehängten. Also das ist jetzt so, dass du hier wirklich aufhören solltest, gegen irgendwas zu kämpfen. Die Liebe ist kein Kampf. Und dass du rausgehen solltest aus deiner Opferrolle, in der du drin bist. Weil das möchte dir eigentlich auch dein Gegenüber zeigen, dass du in einer Opferrolle drin hängst und dass du da wirklich rausgehen solltest, weil die Liebe ist kein Kampf und man muss sich auch nicht verteidigen, sondern die Liebe ist einfach Liebe. Und hier, die hat Bestand in diesem Fall. Und das weiß der Gehängte auch, der ist ja hier auch zum Teil erleuchtet. Ja, also. Versuch, also das ist ja das, was du tun solltest. Versuch mal aus dieser Abwehr rauszugehen, aus deinem eigenen selbstgemachten Gedankenkonstrukt oder aus deiner selbstgemachten Rolle, Opferrolle, was auch immer, wie du es nennen willst, und versuch dich mal zu öffnen in die Weite und das Gesamtbild zu sehen und das Gesamtbild auch zu fühlen, weil der Gehängte ist auch fühlen, ja. Das ist Wasserenergie, da geht es ums Fühlen und ums Fließen. Und rauszugehen, dich zu verteidigen, sondern wirklich auch du selbst zu sein. Und wenn du selbst bist, dann brauchst du dich nicht zu verteidigen, weil du bist du selbst. Da kann dir nichts passieren. Und das möchte dir eigentlich auch dein Gegenüber lehren oder mitteilen oder zeigen. Genau das, was du jetzt hier machen solltest. Also was die Karten sagen, was jetzt dran wäre zu tun. Sagen wir es mal so. Okay. Ja, hier lege ich jetzt mal die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber das wird unten im. Ach, wie heißen sie denn? Sun, irgendwas mit Sun, oder? Radiant Sun? Ach, ich weiß es nicht. Das ist so blöd, wenn ich Karten ohne Boxen habe, dann weiß ich manchmal nicht mehr, wie die heißen. Die Fragen war jetzt nochmal, ob es hier irgendwas zu wissen gibt. Oracle of the Radiant Sun heißt es, glaube ich. Von der Caroline Smith. Das weiß ich. Und da habe ich nämlich einige Decks. Von der Caroline Smith. Guck mal, wir haben hier die Submission. Das ist auch nochmal spannend. So, wir haben Escape, was aber der Mars und die Fische, das ist sehr spannend, das ist so ein bisschen, ja, das Weglaufen. Wir haben die Manipulation mit dem Jupiter und dem Skorpion. Wir haben nochmal die Fische und die Venus. Ja, wir haben den Merkur mit den Krebs, Intuition, und wir haben den Merkur mit der
Jungfrau, das ist für mich eher die Achtsamkeit. Ja, also das ist ja spannend, weil wir haben hier drei ähnliche Karten, also zweimal mit Fisch und einmal mit Skorpion. Also die Karten sagen ganz deutlich, dass du eigentlich immer, dass du auf diesen Mensch getroffen bist, damit du nicht mehr wegrennst. Vor deinen Gefühlen eigentlich auch. Und damit du deine Gefühle auch nicht mehr einsperrst und dich selber. Und damit du aus deiner eigenen Manipulation, die du selber machst, und aus deinem eigenen Selbstbetrug rausgehst. Und das ist der Gehängte und das ist auch hier die 7 der Schwerter und das ist auch die 8 der Schwerter ein Stück weit. Und die Karten sagen auch, dass du hier mit dem Merkur im Krebs und mit dem Merkur in der Jungfrau, dass du auf deine Intuition hören solltest. Du hast ein tiefes inneres Wissen hier mit dem Eremiten, spüren dich hinein. Du bist wer und du kannst was und du bist bereits dein eigener Meister. Und das möchte dir eigentlich auch dein Gegenüber mitteilen. Du bist kein Opfer und du bist kein Mangel. Du bist wer. Und du hast das innere Wissen in dir. Und du solltest mit dir selbst achtsam umgehen. Hier geht es sehr um dich, hier geht es wirklich sehr um dich, damit du aus deiner Opferrolle rauskommst. Achtsam und weise solltest du mit dir umgehen. Und mit dem Merkur vielleicht wirklich auch deine Perspektive erweitern und in die Vielfalt gehen. Du bist gerade sehr eng oder bist die ganze Zeit vielleicht schon sehr eng und deswegen ist dieser Mensch auf dich zugekommen, damit du dich öffnen kannst und dich erkennen kannst. Und wenn du dich erkannt hast, dann kannst du auch die Wahre, dann kannst du auch dein Herz öffnen und dann kannst du eine unheimlich schöne Liebesverbindung leben, die auch Bestand hat, weil du dann fließt, hier mit dem Krebs. Und im Prinzip haben wir hier auch fließende Sachen, zum Beispiel hier zweimal die Fische, die fließen ja auch, aber wenn man eben in der Angst ist und wenn man diese Energie destruktiv nutzt, dann kommt man in diese Selbstzerstörung, wo du so ein bisschen drin hängst, würde ich fast sagen. Also je nachdem, wer das jetzt guckt, also vielleicht ist einer tiefer drin, der andere weniger tief, ja, aber es ist auf alle Fälle, also hier geht es sehr, sehr, sehr um dich, um das Erkennen deines Selbst, wofür dein Gegenüber gekommen ist, um dich in dein wahres Selbst eigentlich zu bringen, würde ich fast sagen. Und dein Herz zu öffnen auch, wie in der ersten Legung, aber hier ist noch ein bisschen mehr Drama drin, so ein bisschen eigenes Drama, ja. Das ist die Legung. Wow. Spür hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ich dich hier damit unterstützen konnte. Wenn nein, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps. WhatsApp, Telegram, Signal, Threema und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss. So, ihr Lieben, vom dritten Stapel, das ist jetzt das After Tarot. Das fragen wir jetzt mal, warum dein Gegenüber in dein Leben getreten ist. Wir fragen erst mit drei Karten ab, wie eure Verbindung ist, was es für eine Verbindung ist, damit du auch weißt, ob es deine Legung ist. Und dann fragen wir ab, warum er in dein Leben getreten ist. Und du kannst jetzt jeden Herzmenschen reinbringen. Es muss nicht unbedingt eine Liebesgeschichte sein, sondern... Ups, das waren jetzt zwei. Ich fange nochmal an. Das muss nicht unbedingt eine Liebesgeschichte sein. Es kann auch einfach ein Herzmensch sein von dir. Ja, also du... Ich weiß auch nicht, hier nehme ich ständig die falsche Karte. Bring einfach den rein, wo du das wissen möchtest, den Menschen. Und spür dann aber bitte genau hinein, ob das eure Verbindung ist. Ja, wir gucken ja hier mit den ersten drei Karten, ob es was für eine Art von Verbindung es ist. Und wenn du merkst, dass es nicht so ist, dass es nicht deine Verbindung ist, hier kleben die Karten immer, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen, ja? Okay, so, dann nehmen wir noch die oberste und unterste Karte als
das, was du vielleicht tun solltest. Oder was auch immer. Aber eigentlich war das bis jetzt immer, was du tun könntest. So, wir gucken uns jetzt die Verbindung an. Also, wir haben hier die Königin der Kelche. Wow. Wir haben die 5 der Münzen. Und wir haben die 4. Die finde ich hier sehr geil. Die 4 der Münzen. Also die Verbindung ist eigentlich toll. Also hier ist Liebe. Aber sie wird im Moment aus Mangeldenken vielleicht entweder zu sehr festgehalten oder es wird zu viel erwartet oder es wird zu viel oder man öffnet sich auch nicht in die Verbindung hinein, weil man glaubt, man ist nicht richtig. Also hier ist eine ganz, hier ist so eine Mangelenergie, obwohl Liebe da ist. Es ist, also in dieser Liebesgeschichte, in dieser Verbindung ist Liebe, aber gleichzeitig auch Mangel. Mangel und Festhalten. Ja, Mangeldenken kann sich auf die Beziehung, also wenn es eine Beziehung ist, dass man den anderen verliert. Ja, das werden dann die 2 Karten sein. Es kann auch sein, dass man glaubt, man ist nicht gut genug für den anderen und oder man hält so zu sehr, man traut sich nicht, sein Herz zu öffnen hier, ne? Also diese Geschichte ist das, obwohl eigentlich alles gut ist. Es ist im Prinzip von der Basis her, die Energie ist toll, da ist Liebe, aber man, es wird, die Verbindung wird eigentlich gar nicht wirklich gelebt, weil man im Mangel ist und im Festhalten und nicht im Fließen. Und die Königin der Kelche ist absolutes Fließen. Diese Verbindung möchte fließen und sie kann aber nicht, weil sie zu sehr auf der materiellen Ebene gelebt wird, mit Festhalten, Erwartungen, Mangeldenken und so weiter. Ja, es kann jetzt alle Situationen betreffen. So, wir haben hier, warum ist dieser Mensch auf dich getroffen? Diese wunderbare 3 der Herzen. die 5 der Schwerter, also Quatsch, 3 der Schwerter sage ich nicht, 3 der Herzen, 3 der Schwerter, 5 der Schwerter, sorry Leute. Die 8 der Kelche. Und die 10 der Kelche. Es könnte sein, dass hier auch eine Begegnung ist mit einem Menschen, wo ganz viel Energie fließt, wo ganz viel Liebe fließt. Und man selbst aber noch in einer Verbindung ist. Das könnte auch sein, wenn ich mir hier die Karten angucke. Oder selbst in einer Situation ist, die man nicht loslassen möchte, weil man eben noch, sich noch nicht bereit fühlt, in diese Art von Liebe zu gehen, wo es einfach nur fließt. Ne? Weil man sich noch nicht hingeben kann. Und dieser Mensch ist zu dir gekommen, damit du dich lernst, hinzugeben. Hier ist eine ganz krasse Enge, die nochmal anders ist als in der 2. Legung. Da ging es mehr um diese Opferhaltung. Hier ist es wirklich eine Enge. Man hat vielleicht sogar noch Herzschmerz von was auch immer. Es muss nicht eine Liebesgeschichte sein. Es kann auch, weiß ich nicht, sein. Hier blutet es. Hier sind Konflikte, innere wie äußere. Und vielleicht ist man sogar auch mal verlassen worden hier. Und dieser Mensch kommt jetzt in dein Leben, damit du das abschließt und verstehst, es gibt, auch hier sage ich, Liebe ist, Liebe ist, Liebe heilt eigentlich. Und dein Herz ist am Heilen. Dieser Mensch ist auf dich zugekommen oder kommt in dein Leben, damit du heilst. Damit dein Herz heilen kannst und du dein Herz auch wieder öffnen kannst. Nämlich weggehen, in dem Fall bist du dann derjenige, der weggeht, aus einer Situation, die dir gar nicht gut tut. Und das kann, die Situation muss nicht sein, dass da jetzt noch ein anderer Mensch ist oder so, sondern es kann auch einfach sein, eben eine emotionale Situation, an der du noch festhältst. Ja, also hier hält man noch an was fest, obwohl hier eine ganz tolle Energie auch ist, von diesem, ausgehend eben von diesem Menschen. Eine ganz tolle Liebe und hier ist die 10 der Kelche ganz besonders schön, finde ich, in diesem Deck. Da versammeln sich alle Menschen an dem Feuer, das ist die Seelenfamilie für mich. Also, ja, der Mensch ist in dein Leben gekommen, damit du rausgehst aus deinem
Leid, würde ich fast sagen. Hier ist Leid, in der zweiten Legung war mehr so ein Trauma oder eine Opferrolle. Hier ist wirklich Leid, Schmerz, den man nicht loslassen kann im Moment. Und deswegen kann man nicht sein Herz öffnen. Was du jetzt tun solltest, ist, dich nicht zu wehren, das Schöne im Leben zu sehen hier und aus deinem Gefühlschaos rauszugehen. Du solltest wirklich das Schöne im Leben sehen. Du siehst im Moment wahrscheinlich nicht das Schöne und traust dich nicht, dein Herz zu öffnen, weil du noch so in deinem Schmerz bist. Aber der Schmerz, der darf jetzt gehen. Manchmal hält man eben auch an dem Schmerz fest oder an dem Alten, damit man, weil einem das eben auch Sicherheit gibt. Ja? Der Schmerz und das Alte, was man nicht loslassen will, gibt einem oft Sicherheit. Auch das Trauma, auch das Opfer, auch die Opferrolle und so weiter. Das gibt einem Sicherheit, weil man kennt ja nichts anderes. Und wenn man da rausgeht, dann ist man erstmal wie verloren. Dann weiß man gar nicht, wo der Weg einem hinführt. Ja, hier mit dem Mann, der folgt dem Mond. Ja. Und ja, dieser Mensch hilft dir jetzt, da rauszugehen und bietet dir einen Raum voller Liebe, voller Fließen. Und was du jetzt tun kannst, wirklich auch aus deinem eigenen, zu entscheiden. Diese Karte ist natürlich auch eine Entscheidung, aus dem alten Leid rauszugehen, in das Glück letztendlich. Und das, was du dir gewählt hast, nämlich das Leid oder das Alte eben noch nicht freizugeben, das zerschnürt dir gerade hier den Atem fast. Ja, also, ja. Was du tun solltest, ist das Angebot anzunehmen von diesem Menschen. Das, was er dir zeigen möchte. Und rauszugehen. Dann geht's dir gut. Und das ist hier auch eine ganz zarte, reine Liebe, die um dies hier geht. Wirklich eine, hier mit der fließenden Königin und mit der Zehn der Kelche. Das ist eine ganz, das ist eine wahrhaftige Geschichte hier, würde ich fast sagen. So, was möchte uns denn das Urlenormand noch sagen? Also halt nicht an dem Alten fest. Trau dich auch glücklich zu sein. Oft erlaubt man sich einfach auch nicht glücklich zu sein. Und oft erlaubt man sich nicht wirklich zu lieben, sondern man bleibt lieber in dem Alten hängen, weil man es kennt. Ich weiß, der Weg ist schwer, aber jetzt ist der Zeitpunkt, du bist auf einen Menschen getroffen, der dich da rausholt. Sollte eigentlich niemand machen. Man sollte sagen wir es mal so, er holt dich da nicht raus, aber er gibt Impulse, damit du lernst, daraus zu gehen, weil deswegen bist du auf diesen Menschen getroffen. Okay, gucken wir mal. Wir haben hier das Herz. Wow. Das Herz liegt bei der Zehn der Kelche und der Brief. Vielleicht kriegst du ja mal einen Liebesbrief. Das ist jetzt eine ganz konkrete Geschichte. Vielleicht sagt aber auch das Herz und der Brief, du sollst auf deine innere Botschaft hören. Auf deine Herzensbotschaft, auf deine eigene Herzensbotschaft. Wir haben hier auch die Sense und den Berg. Was mir sagt, ja, du darfst jetzt mal das was dich hier abhält, die Blockade darfst du jetzt mal ganz schnell entfernen. Und die Sonne. Es ist eigentlich eine unheimlich schöne Geschichte hier. Wenn du den Berg wegcuttest. Auch die Blockade ist veraltet, würde ich mal sagen. Und du kannst sie einfach wegtun. Man muss nicht immer alles bearbeiten und sich anschauen. Die Blockade, die du hast, tu sie weg. Und die Blockade ist, dass du noch an dem Alten festhältst. Also lass das Alte frei. Gib es frei.
Gib das Alte frei hier mit dem Mann, der hier geht. Das bist du. Und dann kann es schön werden. Dafür ist dieser Gegenüber da, damit du lernst, das freizugeben. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Zweimal die Sonne, das ist unglaublich. Hier und hier, das Herz. Puh, du hast hier eine Riesenchance. Du hast hier eine Riesenchance mit diesem Menschen. Ergreif sie, das kann ich dir nur sagen. Und geh raus aus dem Müll, in dem du gerade drin bist. Du bist gerade in der Müllhalde. Geh da einfach raus. Es ist auch gerade energetisch gesehen der Zeitpunkt dafür da. Also wirst du auch von den Energien geführt. Vertraue einfach. Vertraue. Ja, das ist die Legung. Spür hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, dann freue ich mich. Wenn nein, leg sie weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss.